Willkommen bei Fox Toybox. Ich habe euch heute wieder was Interessantes mitgebracht, und zwar aus dem Hause Mattel zu ihrer Masterverse Toyline. Und zwar den Ramen zu der Masters of the Universe New Eternia Serie. Ja, da haben wir ihn in dem Standard Masterverse Karton. Schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Hier oben sehen wir auch schon die 30 Bewegungspunkte. Das sagt uns schon direkt, dass es eine US-amerikanische Version ist. Hier haben wir Masterverse. Und hier sehen wir auch schon Ramman. Wir sehen verschiedene Wechselköpfe. Wir sehen Waffen, Rüstungen, Hand. Ja. Hier haben wir das New Eternia Logo und Ramman. Auf der Seite steht Ramman Human Battering Ram. Ja. Und auf der Rückseite sehen wir auch ein sehr schönes Artwork. Hier haben wir sogar noch eine kleine Biografie. Und natürlich das Artwork. Also sehr schön, wie er, der mauerbrechende Titan, hier durch eine Mauer bricht. Jo. Des Weiteren werden folgende Figuren noch beworben. Merman in seinem klassischen Design aus der Revelation-Serie. Grislor aus der Princess of Power-Serie. Sowie Bassoff und Faker aus der New Eternia Serie. Ja, auf dieser Seite haben wir dann auch nochmal ein Artwork von Ramman. Auch sehr schön. Einmal hier mit dem klassischen Design und dann halt hier einmal mit den alternativen Köpfen. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Dann würde ich mal sagen, packen wir den guten aus und schauen uns mal an, was Ramman uns so alles mitbringt. So, und hier haben wir ihn jetzt ausgepackt, den New Eternia Ramman. Ja, also ich muss sagen, er gefällt mir sehr, sehr gut. Aus vielerlei Gründen. Also, so wie er jetzt hier steht, ist er echt im klassischen Design. Und er ist auch, ja, groß, bullig. Ja, und er hat auch einige Innovationen, die sonst bei einer Masterverse-Figur noch nicht da war. Oder generell bei irgendeiner Masters of the Universe-Figur, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber schauen wir uns den mal ein bisschen genauer an. Die Gestaltung des Gesichtes und des Helms oder des ganzen Kopfes ist richtig schön gemacht. Also kann man echt nicht drüber meckern. Auch die Augen sind punktgenau bemalt. Und hier diese, alles auch noch mal ein bisschen mit Wasch behandelt. Und hier finde ich das noch nicht mal so schlecht, dass das halt in diesen problematischen Silber gegossen ist, weil es passt irgendwie zusammen, wenn so die Verläufe sind. Und dann noch mal mit Wasch bearbeitet, hier noch mal ein paar Kerben reingemacht. Richtig schön, also echt sehr schön gestaltet. Hier auch die Rüstung hier oben, ne? Auch hier Kammspuren. Also echt richtig schön im klassischen Design gehalten. Wir sehen auch hier seinen Harnisch. Auch ja, Lederoptik. Ich weiß nicht, ob das so gut rüberkommt. Auch mit Wasch bearbeitet. Hier auch die großen Arme. Sehr schön. Der Gürtel hier mit dem Totenkopf drauf. Hier unten die... Der untere Teil in einem weichen Plastik gehalten und trotzdem noch mit Wasch bearbeitet. Sehr schön. Und hier haben wir eine Innovation. Er hat quasi hier über seine normalen Gelenke so einen Gummiüberzug drüber. Ich habe zwar schon gehört, dass bei einigen der gebrochen ist oder gerissen. Ja, wird sich zeigen, ne? Ist halt weiches Plastik. Aber nichtsdestotrotz, die Gelenke sind hier drunter. Also... Man kann ihn bewegen. Die Stiefel sind auch sehr schön gestaltet. Hier vorne nochmal mit so einer Stahlkappe oben drauf und hier als Referenz zum Vintage-Pendant, wo man hier den Knopf zum Auslösen hatte, hat er hier eine Spore bekommen. Sehr schön. Also an Detail scheint es der Figur echt nicht zu mangeln. Ramman, so wie er jetzt hier steht, ist 17,5 cm groß und natürlich die üblichen Bewegungspunkte. Kopf ist natürlich ein bisschen eingeschränkt, aber auch nicht zu viel. Also er kann sich sehr gut bewegen. Die Arme natürlich nach vorne, nach hinten. Ober-Bizepsgelenk, doppeltes Ellbogengelenk, Handgelenk zum Drehen und zum Kippen.
Das Brustgelenk, das Hüftgelenk, die Beine gehen schön weit nach außen, nach vorne, nach hinten. Wir haben das Oberschenkelgelenk, das doppelte Kniegelenk, Stiefelgelenk, Fußgelenk zum Drehen und zum Kippen. Ja, also ich muss sagen, mir gefällt er sehr, sehr gut. Er kommt auch an einiges an Zubehör dabei. Wir haben hier zweimal eine offene Hand, also einmal für die linke und einmal für die rechte. Die kann man ihm natürlich wie sonst auch immer ganz einfach hier dran machen und dann hat er eine andere Hand. Dann kommt er noch mit seiner klassischen Axt. Auch die ist sehr schön gestaltet hier, auch mit Kammspuren drauf, sehr schön Kerben und Einrisse mit ein bisschen Wasch bearbeitet, alles wunderbar. Also sieht absolut stimmig aus und sie geht auch sehr gut in der Hand. Und so haben wir halt den klassischen Ram Man. Als weiteres Zubehör kommt er einmal mit dieser Rüstung, auch sehr schön gestaltet hier vorne mit diesem Gesicht drauf, das wir vom Battle Ram Vintage kennen. Aber wie gesagt, auch sehr schön gestaltet, auch hier mit den Dornen in einen ja, anderen Blauton, Metallic Blauton. Also die Rüstung würde ich jetzt sagen, ist in so einem dunklen Metallic Blauton. Und hier die Dornen gehen schon mehr ins Graue. Auch richtig schön gestaltet, ne? Also kann man echt so nicht drüber meckern. Sehr schön. Auch hier oben eine Halterung für die Axt. Und als weiteres kommt er einmal mit diesem Wechselkopf. Hier hat er quasi dieselben Dornen wie auf der Rüstung drauf und ist auch in diesem Blauton gehalten, Blau-Metallic-Ton gehalten. Hier mit Sonnenbrille und das Gesicht sieht richtig gut aus, haben sie richtig schön gestaltet. Kann man so nicht drüber meckern, absolut nicht. Und dann gibt es natürlich noch einen Wechselkopf, den haben wir hier. Den finde ich ein bisschen interessanter als den davor. Hier vorne mit dem Mundschutz, auch hier oben der Kranz ist halt in diesem Metallic Blau gehalten, aber auch hier die Augen sehr schön bemalt. Der Rest des Helms ist eher auf den klassischen Farbton und hier hinten haben wir einen Schlüssel drauf, wofür auch immer. Ja, und dann würde ich jetzt mal sagen, wie haben wir es schon mal gesagt, der Trend geht zur Zweitfigur. Hier habe ich ihn einmal in meiner favorisierten New Eternia-Version stehen. Ne, also das sieht schon richtig genial aus. Kann man echt nicht anders sagen. Diese New Eternia-Line ist eine echt klasse Toy-Line. Ne, also, ich bin auf jeden Fall von dieser Figur begeistert und sieht sie nicht gut aus? Dann würde ich jetzt auch mal sagen, machen wir noch mal einen kleinen Vergleich. Wir haben hier gerade den kleinen Bruder aus der Origins Toyline, der ja im Gegensatz zu den anderen schon richtig knallig ist. Leider habe ich meinen Vintage Ramen in der Verpackung reingepackt und habe ihn jetzt leider nicht direkt zur Hand, aber es ist ja auch kein Problem. Es reicht ja auch, wenn man diese drei Figuren hier sieht, die beiden New Eternia Remnants in zwei verschiedenen Varianten und natürlich den Origins. Das Fazit zu der Figur, echt klasse. Man ist gezwungen, sich zwei zu holen, alleine schon wegen den Rüstungen.
Wenn man ihn einfach im klassischen Stil aufbaut, dann macht man das so, macht man es hier im New Eternia Line, dann in dieser Version. Damit würde ich jetzt dieses Video auch abschließen. Sollte es euch gefallen haben, dann liked es, teilt es, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch keine neue Folge verpasst, wenn es wieder heißt Neues aus Fox Toybox.